brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. So Leute, da bin ich wieder. Danke fürs Zusehen. Von der neuen Folge heute machen wir die Belohnungen auf, die wir gestern und die ganze Woche uns erspielt haben. Und etwas ganz, ganz Wichtiges, und zwar besprechen wir diese ganze Sache mit den Bots, NPCs etc. Wir können ausführlich darüber sprechen, das Video wird aber nicht zu lange gehen. Ich werde euch mal ein bisschen so erzählen, was auch selber in den letzten Wochen passiert ist. Und wie auch schon der Titel sagt, Hutch benutzt mich als Bot. Und ich habe dafür Beweise, ich habe davon Screenshots und wir werden mal da ins Detail gehen und werden mal schauen, was genau da los ist. Aber vorher werden wir die Belohnungen öffnen. Wie wir sehen, wir sind Platz 57 geworden. Wir haben ja gestern schon in die Tabelle geguckt und es ist unmöglich, unmöglich für mich aktuell mit dem Setup hier in die Top 10 zu kommen. Das ist unser Ziel, das wird unser Ziel sein und wir werden das auch auf jeden Fall erreichen. Und ja, bis dahin müssen wir uns leider noch im Moment so mit 250 Punkten zufrieden geben. Ich bin zufrieden von 69 Teilnehmern, Platz 57, bin ich ehrlich. Hauptsache, man kommt ins Finale und man kann sich diese Kiste hier holen. Hoffen wir auf gute Teile. Ich hoffe auf Hydra, dass ich Hydra dann endlich auf 5 upgraden kann. So, 16.000 Reputationspunkte. Das schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut für einen Club. Aufsteigen tun wir auf jeden Fall. 32 Herold, 5x Hamilton, 23 Renegade, 26 Orbit. Warum nicht Spirit? Ich möchte gern Spirit haben und Spirit ist einfach nicht in diesen Kisten drin. So, dann Harmony, was wir bald auch auf 8 haben. So, und jetzt kommt das gut, weil wir haben als letztes haben wir definitiv Episch und ich hoffe Hydra. Come on, bitte, bitte. Kevin Magnussen. Naja, das war auf jeden Fall ein Flop. Die Kiste war leider nicht so gut. So, hier wurden wir in der Wochentabelle wurden wir auch nur Vierter. Ich bemühe mich, wie schon gesagt, auch in der letzten Woche, ich bemühe mich überhaupt nicht, da Erster zu werden, weil es gibt ja nur eine Serie 8 Legendäre. Und ob Serie 4, 5, 6 oder 8 oder 9 oder 10, das ist ja eigentlich egal. Wir brauchen Serie 12. Alles andere ist nur gut, um dann irgendwann mal auch den Güterhandel aufzuschalten. Ah, schon wieder Harmony, das ist gut. Das gefällt mir. Ah, Guan Yu können wir jetzt auch auf 7 machen. Das ist sehr, sehr gut. 8x Titan. Und 17x Quicksilver. Auch gut. Tracer hätte ich mir gewünscht. Das ist nämlich so ein Teil, was ich noch einmal upgraden sollte, müsste. Und dann wären wir da auch fertig. Oh, schade. Hätten wir fast die 8 Bucks bekommen. Wäre natürlich schön gewesen. 2,7 Millionen Coins ist auch okay. Entschädigungsgeschenk gibt es auch. 40 Mäuse, 9x Hex und einmal eine Goldkiste. Die nehmen wir doch mit Kusshand. Ja, machen wir auch zusammen auf. Dann haben wir noch eine Goldkiste, die wir gestern Abend reingeschmissen haben. Die machen wir natürlich auch auf. Und als letztes Charles Leclerc, 7x, auch schön auf dem Weg zum Upgraden auf Stufe 6. Das dauert aber auch noch. Hab gestern Lewis Hamilton bekommen aus einer Goldkiste, hab da irgendwie 6 Teile rausbekommen und konnte den jetzt auf 5 machen. Bin mal gestern mit dem gefahren. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Der ist ja besser wie, also nicht besser, aber der ist genauso gut wie Max Verstappen. Und das ist etwas, was mir halt sehr, sehr gut gefällt. Und ich wollte eigentlich nicht mit ihm fahren, so wie wir auch wissen. Allerdings habe ich ihn mal gestern eingesetzt und ich war echt zufrieden. So, das war's von den Belohnungen. Entschädigungsgeschenk etc. Und da springen wir jetzt. Wie schon gesagt, Leute, das mit den Bots, ja. Also alle denken immer direkt so, ah, man fährt hier sowieso gegen Bots. Und das ist aktuell auch ein Riesenthema, so wie ich das auch sehe, dass man halt auch Bots in Anführungsstrichen, ich benutze mal dieses Wort, was aber falsch ist, ja, weil wir kriegen im Moment viele Spieler, die halt mehr Teampunkte haben wie wir.
Ich habe auch jetzt gesehen bei dem Grand Prix, dass sich Leute dann auch beschwert haben. Ja, guck mal hier, ne, der eine hat 5 Teampunkte mehr, der eine hat sogar 100 Teampunkte mehr. Ihr habt auch in meinem Video gesehen, dass wir im Qualifying und auch im Grand Prix-Finale immer stärkere Gegner hatten an unserer Seite. Immer. Ja. Das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist doch eigentlich gut. Also ich sehe das als gut. Ja, weil dann habt ihr ja so gesehen einen Kampf gegen Leute, die stärker sind als ihr. Auf dem Papier. Ja, es ist nur auf Papier. Es das heißt noch lange nicht, dass ihr verliert, ja, oder gewinnt. Also ich versuche immer zu gewinnen, wie ihr auch. Wir müssen ja gewinnen. Und im Grand Prix ist es eigentlich wichtig, wie viele Punkte ihr erzielt und nicht, dass ihr gegen den Gegner gewinnt. Natürlich, wenn ihr gegen den Gegner gewinnt und mehr Punkte dann dadurch erzielt, also gegen euren Gegner, aber der Gegner, der ist doch gar nicht in eurer Liste. Also ist das doch eigentlich egal. Ja, also, auf jeden Fall, um nochmal ins Detail zu gehen. Passt auf. Ich habe dafür auch Beweise, wir springen da jetzt auch gleich rein. Und zwar, Bots existieren nicht. Ja, es gibt Leute, die bauen hier Theorien auf und die sagen, dass Bots so gesehen ein erstellter Account von Hutch ist, der dann gegen uns fährt. Nein, das ist falsch. Ja, das sind NPCs. NPCs ist, wenn du das Rennen, wenn du jetzt in Qualifying gehst und du fährst jetzt Platz 23 und 24 und der Gegner fährt Platz 21 und 22. So, Platz 1 bis Platz 20 sind NPCs. Ja? Das sind programmierte Fahrzeuge von Hutch, die in dieser Serie so gesehen einen gewissen Wert haben. Zum Beispiel in Serie 10 haben die da einen Wert von, sagen wir mal jetzt, 120 Power, ja, 120 Leistung, 120 Grip, etc., etc. In Serie 12 natürlich höher. Ja? So. Ich selber, wie wir auch sehen, ich fahre mir mit 166 Power in Serie 12 und bin nicht Platz 1 und Platz 2. Ich bin der Meinung, dass die NPCs, ja, die NPCs sind ja die Fahrer, die so gesehen programmiert sind von Hutch. Und diese Spieler haben in Serie 12, denke ich mal, ja, so 200 Power. Bis natürlich Platz 24 hat dann da so um die 150 Power. Also sagen wir mal 150 Leistung bis 200 Leistung. 200 Leistung ist natürlich Platz 1. 150 Leistung ist Platz 24. Wenn wir uns irgendwo in der Mitte da platzieren mit 160, 170, 180 Power, 190 Power, dann wissen wir, okay, wir sind da irgendwo im Mittelfeld oder sogar vielleicht auch schon in der Top 10 mit 190 Power. Ja, das kann ich im Moment nicht sagen, weil ich habe keine 190 Leistung. Ja, dann kommen wir auf die Bots zu sprechen. Bots, wie schon gesagt, gibt es so nicht. Hutch benutzt uns selber mit unserem Account, wenn wir offline sind und lässt uns gegen Leute kämpfen, die halt in dieser Serie sich dann da anmelden. Hier als Beispiel. Das ist von meinem Club Leader. Das hat er mir geschickt, da war ich offline. Ich war an dem Abend, war ich draußen mit meiner Frau und dann hat er mir auf einmal, via Messenger, hat er mir diese Fotos hier geschickt. Und ihr seht selber 9.917 Flaggen. 1.495 Teampunkte, das ist okay, aber die Flaggen sind falsch. Das heißt, Hutch hat meine Flaggen runtergeschraubt, um dann gegen meinen Teamleader Monkey Moto zu fahren. Also gegen ihn zu fahren. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Er hat das Rennen verloren. Ja, also Hutch hat so gesehen mich als Bot benutzt. Ja, und mein Leader hat gegen mich verloren. Strategie hat Hutch da komplett eine andere genommen, ist ja natürlich, weil er hat ja, also Hutch hat ja ein Programm. Ja, und ihr seht selber, er hat mit meinem Max Verstappen hat er eine 4-3-1 gefahren. Das ist eine Strategie, die ich nie fahre, nie. Und dann hat er mit meinem Russell eine 4-4 auf Hard gefahren. Und zwar wo? In Imola. Ja? So, Russell bin ich total zufrieden. Ja, würde ich auch fahren. Aber mit Verstappen fahre ich niemals eine 4-3-1. Niemals. Ja? So, und das ist etwas, was ich einfach mal klarstellen wollte. Also Bots, Leute, gibt es nicht. Das heißt, das mit den Countdown, so wie auch manche Leute haben eine Theorie aufgestellt. Es gibt riesenlange Texte davon. Ich will jetzt auch keine Namen nennen. Ihr wisst ja, was ich meine. Und wenn ihr in das Duell reinspringt und ihr seht, Countdown läuft, der fängt ja bei 30 Sekunden an oder bei 29 Sekunden. Ihr klickt dann, ich bin ready, dann geht's los. Und der Bot, der bestätigt immer so bei 19, 20 Sekunden, bevor das abläuft, bestätigt er dann so gesehen das Rennen. Das ist okay. Ja, Bot.
Es ist kein Bot. Es ist so gesehen ein anderer Spieler, der aktuell an der anderen Leitung irgendwo hängt, weltweit, der offline ist. Und Hutch benutzt so gesehen diese Accounts, um natürlich auch ein Match zu finden. Es ist sehr, sehr schwer, denke ich mal, als Spielprogrammierer immer vernünftig da zu handeln und zwar immer vernünftig auch reale Spieler zu finden. Definitiv. Definitiv ist das schwer. Deswegen benutzt Hutch uns, wenn wir offline sind, um dann halt auch gegen diesen realen Spieler dieses Rennen zu fahren. Aber was ich eigentlich, um auf den Punkt zu kommen hier, Bots existieren nicht. Es gibt nur NPCs und Fahrer. Diese Spieler, die wir haben, und zwar sagen wir mal mit 90%, fahren wir immer gegen programmierte Spieler. Ja, so. Und das sind keine Bots, das sind reale Spieler, die aber aktuell nicht am Handy hängen. Die sind offline. Ja, Hutch benutzt diese Spieler, wie in meinem Fall hier. Ja, Hutch hat mich benutzt. Und ja, was soll ich sagen, ich war nicht geschockt oder so. Also geschockt war ich nicht, weil ich habe mir das schon gedacht, dass das so läuft. Das ist auch bei, bei anderen Spielen ist das genauso. Dass, also nicht in allen Spielen, sorry, aber in manchen Spielen ist das auch so, dass dann die realen Spieler, wenn sie offline sind, benutzt werden, ja, vom Spieler, vom Spielbesitzer, so gesehen von Hutch in dem Fall. Und die werden dann gegen uns eingesetzt, diese Fahrer. Ich habe das auch letzte Woche mehrmals gehabt, dass ich gegen Spieler gefahren bin in Serie 12, die 1650, also sagen wir mal 1600 bis 1650 Teampunkte hatten. Und diese Spieler sind real. Die sind real, aber die sind offline im Moment. So, dann postest du etwas in Facebook, dass du gegen diese Spieler gewonnen hast und dann sagen die Leute zu dir, ja, ich war gar nicht da. Du bist gar nicht gegen mich gefahren. Das war das Programm. Also, ganz simpel, Leute, diese Spieler, gegen die wir fahren, die existieren, aber die sind offline. Das heißt, wenn ihr gegen jemanden gewinnen solltet oder verlieren solltet, der leider nicht da ist, dann ist das halt so, weil es ist nicht seine richtige Strategie. Die Strategie wird von demjenigen ja gar nicht benutzt, das ist die Strategie von Hutch. Ja? Was ihr machen könnt und das, was ich auch jetzt in Zukunft immer machen werde, wenn ich in das Rennen reinspringe, wünsche ich dem Gegner immer viel Erfolg. Ja? Und wenn er mir antwortet, dann weiß ich, dass er da ist. Wenn er mir nicht antwortet, dann weiß ich ganz genau, dass es wieder programmiert ist, ja, von Hutch, so gesehen diesen Spieler als ja, als Bot zu benutzen und gegen uns zu fahren, Leute. Also, ich hoffe, das Video ist hilfreich, dass wir endlich mal diese ganze Sache aus dem Verkehr ziehen, dass wir sagen, okay, Bots im Endeffekt gibt es nicht, weil das sind ja wir, das sind unsere Accounts, die dort benutzt werden. Ja, aber wir sind halt offline. Also die Strategie, das Programm von Hutch wird so gesehen dann bei uns abgespielt und dann wird das Ding in den Matchmaking reingesetzt, also unser Account, und wird so gesehen benutzt. Ist ganz einfach. Leute, ich hoffe, es war hilfreich. Hinterlasst mir einen Daumen, abonniert den Channel und wir sehen uns bei einer weiteren Folge diese Woche auf jeden Fall. Also sage ich mal, bis später. Ciao.